So, wir wollen jetzt das Integral von e bis 2e 1 durch 2x minus 1 durch 2x zum Quadrat rechnen. Wie lösen wir das Ganze? Ja, bitte? Der erste Teil dieser Funktion ist ja 1 durch 2x und das kann man so umschreiben, ja genau. Und na, also zu 1/2 mal 1 durch x, ja, genau. Ja, weiter. Minus 2x hoch minus 2. Da müssen Sie ein bisschen aufpassen. Also ganz falsch ist das nicht, was Sie sagen. Ich hätte es aber gern anders. Aber falsch war das nicht. Also das ist so, ich hätte das gerne als 1/4. Das ist 1 durch 2 hoch 2. Weiter. 1/4 mal 1 durch x hoch minus 2. Ja, also das 1 durch x Quadrat wird zum x hoch minus 2. So, jetzt Stammfunktion von dem da. Stammfunktion, ja? Und Sie sind sich dessen bewusst, dass bei 1 durch x die Potenzregel nicht funktioniert, da haben wir drüber gesprochen, ja, weil wir wissen, das Integral x hoch minus 1 wäre nach der Potenzregel, ich schreibe es mit rot, das heißt, rot heißt, wird eh falsch oder in Abi verboten, das wäre x hoch 0 durch 0 und das geht nicht. Ja, also das heißt, hier funktioniert die Potenzregel nicht. Die Potenzregel sagt, Integral x hoch n ist x hoch n plus 1 durch n plus 1. Und da sehen Sie, da darf im Nenner für n gleich minus 1 nicht stehen. Das geht nicht. Deswegen müssen Sie das hier anders integrieren. So, jetzt kommt Stammfunktion von 1/4 x hoch minus 2. Stammfunktion von dem da. Weiß keiner. Minus 1/4, Stammfunktion von dem, letzte Reihe. X hoch minus 1 minus jawohl, plus c, das plus c brauchen wir nicht, weil wir ein Integral haben von e bis 2e. So, und das hier, das können Sie noch ein bisschen vereinfachen, wenn Sie das wollen. Vielleicht sehen Sie das dann besser. Ich schreibe es Ihnen also nochmal hin. 1/2 ln x minus mal minus gibt plus und das ist dann plus 1 durch 4 durch x. Das ist wie gesagt das gleiche wie das hier. An den Grenzen e bis 2e. So, nächster Schritt. Nächster Schritt. Ja, bitte. Grenzen einsetzen, also 2e und e. Ja, also 1/2 ln 2e plus 1 durch 4 mal 2e minus 1/2 ln e plus, also da mache ich eine Klammer drum, 1 durch 4e. So, jetzt habe ich das eingesetzt. Ja, nächster Schritt. Nächster Schritt, ja bitte. Ln von 2e ist ja 2, mit dem 1/2 wird es dann... Vorsicht, was ist ln 2e? Vorsicht, das ist... ln 2 plus ln e, ja, das ist das Logarithmusgesetz, plus 1 durch 8e und das ist 1/2, ln e ist jetzt wirklich 1, aber ln 2e ist nicht 2, also das heißt, da kommt dann minus 1/2 minus 1 durch 4e. Ln e war 1, das haben wir hier, also habe ich hier 1/2 ln 2, das ist das hier, plus 1/2, das minus dem ist minus 1 durch 4e und dann bleibt noch das minus 1/2 übrig. Das fällt gegen das weg und es kommt, bleibt übrig 1/2 ln 2 minus 1 durch 4e. Gibt es da Fragen? Ich hätte